Man sagt, der erste Thru-Hike ist wie die erste Liebe. Der Rheinsteig war mein erster Thru-Hike und bis heute meine große Liebe. Kaum eine andere Naturregion Deutschlands entfacht mehr romantische Gefühle als der Rhein. Wer entlang des Flusses wandert, wird in eine romantische Märchenwelt entführt. Sagen und Legenden sind dein stetiger Begleiter. Nirgends wirst du auf so engem Raum mehr malerische Schlösser und trutzige Burgen finden können als hier. Also komm mit und begleite uns ein wenig, ein Stück entlang des Weges. Hier auf dem Nord-Süd-Trail. Stars that shine the way for me, show the one that I have followed, to see how far I've come. The sun that slowly sets on me, be the same to rise tomorrow, to see how far I've come. The only point of clocks and maps, the only point of looking back, is to see how far we've come. The sun that slowly sets on me, be the same to rise tomorrow, to see how far I've come. Also von mir auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank. War super nett. Echt ganz toll. Ja. Wenn ich es schaffen sollte. Das habe ich sehr gerne gemacht. War mir eine Freude. Kann es etwas Schöneres geben, als früh morgens aufzustehen, die frische, kalte Luft zu atmen, gute Freunde an der Seite zu haben, in einen blauen Himmel zu schauen und nicht zu wissen, wer oder was dich erwartet. Das sind die Momente im Leben, in der die Zeit keine Rolle mehr spielt. Dieses alte Portal eines Schlosses wird auch gerne das Tor zum Siebengebirge genannt. Noch wenige Kilometer trennten uns nun vom Vorwo-Häuschen. Dieser schöne Ort oberhalb von Bonn ist für alle NST-Thru-Hiker der Startpunkt des Rheinsteigs. Oder wie wir ihn auch nennen, die Achterbahn, der Rollercoaster. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Das ist eins der ersten Zeichen des legendären Rheinsteigs für uns auf dieser Tour. Wir befinden uns hier am Vorwo-Häuschen. Kennen vielleicht auch der ein oder andere. Unsere Gang hat Zuwachs bekommen und zwar dazugestoßen ist der Ronny, ein alter Bekannter aus der Ultraleitszene, auch im Forum bekannt. Da schreibt er oft und schaut euch mal das Rücksäckchen von den Kollegen an. Also da ist wirklich alles drin, ein Tarp, Schlafsack, alles was man braucht. Man glaubt es kaum. Da sieht man immer wieder, dass auf jeden Fall noch Luft nach oben vorhanden ist. Ja, wir machen hier eine leckere Brotzeit. Alles was man so braucht. Ja, zum Abschluss noch ein Riesendank an den Andreas und an die Sandra für das Abholen mit dem Auto, für das Übernachtungsangebot, für die Dusche, für den Kaffee, für das Wiederhinbringen zum Trail. Das war eine absolut geniale Aktion. Daumen hoch von uns und wir freuen uns jetzt auf einen sonnigen Tag auf dem Rheinsteig.
said, I know you're the one for me while the world's fleeing. You're all I'm needing. No, there's nothing you could do to lose my love, even though in bad days, leaning on the good. Meine Lieben, jeder, der schon mal im Siebengebirge war, der kennt genau diesen Blick von der super Geißberghütte. Und ja, es ist wieder ein wunderschöner Tag. Ja, was sagt er, Jungs? Ja, wir machen hier gerade an der schönen Hütte ja so eine kleine Snackpause und dann geht's hoch zum Drachenfels. Ja, meine Freunde, wir sind hier auf der legendären Löwenburg und ich habe tatsächlich Besuch bekommen von meinen beiden Arbeitskollegen aus Düsseldorf. Hier, Herr Raffi und Butt Naked. Ja, die sind hier mit diesen exorbitant teuren Rädern unterwegs, natürlich mit E-Motor, na klar. Coole Lappisse. Ja, freut mich tierisch. Die haben natürlich auch ein bisschen was zu trinken mitgebracht und gute Laune. Und ja, hier ist noch ein bisschen was los, aber ich denke mal, das wird heute hier eine schöne Nacht, oder? Schöner Abend. Alles klar. Ja, mach ich. Ne? Euch viel Spaß, ne? Ja. Kommt gut nach Hause. Ich wünsche euch was. Macht es gut, Männers. Alles klar. Ciao. Ciao. Ja, hier haben wir unser Zeug ausgeladen, hier oben auf der Burg, die wirklich herrlich ist und die ich euch morgen zeige, die wird heute Nacht unser Nachtlager sein. Jetzt sind wir gerade am Abendessen vorbereiten. Ronny, was gibt's bei dir? Von Knorr? Gleich zwei. Heute haben wir auch was geleistet. Wie sieht's bei dir aus, Solboy? Ja, ich mache mir erstmal vorab hier so eine Thai-Chefsuppe und dann habe ich noch schönes Graubrot dabei, eine Salami okay. Und so weiter. Ne? Kocher bollert schon. Ja. Ja, und bei mir wird es heute Abend hier Hüttenschmaus, irgend so ein Käse-Nudelgericht. It's only you.
Über alte, bröckelnde Zinnen wandert sanft der Wind. Als hörte ich ein Lied aus alten Zeiten, die schon längst vergangen sind. Nun liegt die Burg in Trümmern nieder. Verheilt im Wind sind auch die Lieder. Schon nach den ersten Kilometern im Siebengebirge merkt man, wo der Rheinsteig seine Höhenmeter hernimmt und warum er auch die Achterbahn genannt wird. Doch kein Weg ist zu lang, kein Weg ist zu anstrengend mit einem guten Freund an der Seite. Ein Sprichwort sagt: Freunde sind wie Laternen auf einem dunklen Weg. Sie machen ihn nicht kürzer, aber heller. Und unser gemeinsamer Weg war strahlend hell. Blindfolded lovers boldly stare ahead, standing on the edge of what comes next. Golden hearts light their way back down, admiring all that they have found. After the thrill, and every day that passes by feels more like home as we watch our love grow. So, meine Lieben, es gibt mal wieder was zu feiern, wie immer bei Soul Trails. Und zwar hier kurz hinter Linz ist der neueste Waypoint, und zwar 1800 Kilometer auf dem NSD. Wir nähern uns langsam der magischen 2000. Ja, wir sind ziemlich kaputt. Das war heute ein ganz schöner Rollercoaster-Ride. Ging hoch und runter, hoch und runter an der Erpelerei vorbei, an Unkel vorbei, an Linz vorbei. Wir sind jetzt unterwegs zur Grillhütte oder irgendeiner Grillhütte, die wir uns mal angucken. Ja, auf jeden Fall ein sehr schöner Tag heute hier auf dem Rheinsteig. Ja, ihr Lieben, kurz vor unserem Nachtlager machen wir noch eine rituelle Hiker-Trash-Waschung. So sieht das aus, wenn man keine...
kein Hotel hat oder keinen Campingplatz, wo man sich heiß duschen kann. Man nutzt halt das, was da ist. Und wir haben ja diese wunderbare Quelle gefunden. Und? Oh. Ja, es ist ein bisschen so kalt. Ja, ich springe da gleich auch noch rein mit meinen Föß. Und ja, so, also so wäscht man sich auf dem Trail. Das haben wir jetzt auch mal abgehakt. Und das Wasser ist verdammt kalt. Ja, das Gute ist, so einen Sportplatz kann man immer auch irgendwie mit dem Auto erreichen und wir haben uns etwas Leckeres bestellt. Schaut euch das mal an. Es gibt frische Pizza, es gibt Salat, es gibt Cola. Wir haben uns in den Bach waschen können. Was will man mehr? So, wir genießen jetzt erstmal den Abend. After the thrill, and every day that passes by, it feels more like home. As we watch our love grow, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Pinguine. Wir laufen hier den schönen Rheinsteig entlang Richtung Leutersdorf. Dort soll es einen Bäcker geben. Dann machen wir erstmal Frühstück. Ach, guckt euch das mal an. Ist das nicht schön? Ein Traum, Leute. Ein Traum. Auch deswegen laufen wir den Rheinsteig. I'm setting the sun up.
tomorrow the ways unfolding. Meine Lieben, wir machen hier heute noch ein lockeres Auslaufen. Wir suchen uns jetzt einen Campingplatz irgendwo, wo wir nächtigen können und mal duschen können. Vor allen Dingen, das wird mal extrem wichtig. Da oben seht ihr noch die Burgruine Hammerstein. Ja, war heute eine extremst schweißtreibende Tour, aber eine extrem schöne Tour über die Rheinbrohlerlei. Leider hatten alle Lokalitäten zu. Wir konnten also nirgendwo uns mal was Kaltes zu trinken holen. Aber so ist das nun mal. Tja, wir sehen uns morgen auf dem Trail. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind wieder unterwegs auf dem Rheinsteig. Hier ist eine wunderschöne Stelle, wo man theoretisch auch sein Zelt aufschlagen könnte. Ihr habt da wunderbare Picknickgelegenheiten und einen traumhaften Blick hier auf den Beginn des Neuwieder Beckens. Das versuchen wir heute zu umrunden und schon nach Schloss Sayn zu kommen oder Sayn. Das schauen wir aber mal. Das ist eine ziemlich knackige Etappe. Hier seht ihr die beiden Jungs. Stabil. Fit und stabil. Ja, ihr Lieben, ihr kennt diesen Ort bestimmt. Das ist die berühmte Rheinsteigrast. Hier kann man gegen eine kleine Spende sich gekühlte Getränke nehmen, Trinkwasser auffüllen und hier gibt es sogar einen Hausflohmarkt. Und
alles umsonst, alles zu verschenken. Und da habe ich mir auch was geleistet. Sieht gut aus, oder? Der Rheinsteig ist mein Heimspiel. Das war mir vorher schon bewusst. Hier würden sich Freunde und Bekannte die Klinke in die Hand geben. Auf den nächsten, leider viel zu kurzen Besuch freute ich mich ganz besonders. Nein! Roman, ich grüße dich. Schön, dass du hier bist. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Sehr, sehr geil. Ja, der wilde Sprudel hat uns hier besucht. Schaut her, Leute. Ich hab's geschafft. Vom Kanal wollte ich ja mitlaufen, hatte ich ja gesagt. Ja, hast du eigentlich gesagt, genau. Ja, habe ich gesagt, aber wir geben nun mal sehr zu spielt. Aber immerhin kann ich noch ein Fläschchen aus meiner Wahlheimat vorbeibringen. Ja, das ist ja traumhaft. Ich machen, ein Möselchen. Obwohl ich ja eigentlich ein Arschchen mitbringen müsste. Ne? Ich komme da eher. Hör mal, dünn bist du geworden, Junge. Ja, ich kann dir sagen. Das ist die Lauferei jetzt, die Sucherei. Ich habe ja, schön, hör mal. Ich freue mich, dass du hier bist. Hör mal, ganz tolle Überraschung. Und, immer gern. Wir lassen uns den schmecken, oder Jungs? Roman, oder auch der wilde Sprudel, wie wir ihn nennen, ist nicht nur ein echter Düsseldorfer Jung, sondern war auch einer der ersten YouTube-Kollegen, die ich kennenlernen durfte. Eigentlich kann es an so einem schönen Tag nicht mehr besser werden. Doch am Abend wartete noch eine sehr nette Überraschung auf uns. Meine lieben Pinguine, wir sind jetzt am Ende des Tages hier an eine schöne Grillhütte gekommen. Dort werden wir nächtigen. Und jetzt schaut euch das mal an. Wir haben Besuch bekommen von Shoeless Joe und Hotpan vom Kanal Trailroads. Die Verrückten sind wieder da. Die Verrückten sind da. Und schaut euch jetzt das mal an. Ne? Also nicht nur, sie kommen ja nie mit leeren Händen. Das kann man ja nie sagen. Ne? Und gibt es was Schöneres nach einem feucht-schwülen, anstrengenden Tag? So eine Brotzeit? Ich fand es heute angenehm. Wir haben im Liegestuhl gelegen. Nein. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Euch beiden vielen, vielen Dank. Ich freue mich sowieso immer, wenn ihr hier seid. So. Und, aber das ist wirklich heute ein wahres Geschenk. Vielen Dank. So, jetzt will ich essen. Schluss jetzt hier. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao. Wir haben keine Disco-Kugel mitgebracht. Voll schlecht. Am Thank you.
meine Lieben, wir befinden uns hier auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Der Ronny hat uns mittlerweile verlassen, der muss wieder zurück nach Hause, aber der wird uns die nächsten Tage auf jeden Fall nochmal besuchen mit seiner Familie, da freuen wir uns drauf. Ja, hier könnt ihr schön sehen, wie wunderbar die Mosel hier in den Rhein fließt. Wir suchen uns für heute Abend auf jeden Fall hier irgendwo in Koblenz ein Hotel, eine Unterkunft und wir sehen uns dann morgen. Dann geht's in die Rupertsklamm. Kurz bevor wir die Lahn überquerten, gerieten wir noch in einen tückischen Hinterhalt. Wir wurden überrascht von Schulist Joe und Frank, einem echten kölschen Jungen vom YouTube-Kanal Waldpassage. So, meine Lieben, es gibt natürlich bei Soul Trails wieder was zu feiern. 1900 Kilometer auf dem NSD, hier kurz hinter der Lahn. Und jetzt schaut euch das mal an, da sind wieder irgendwie so Bekloppte gekommen hier. Wir sind irgendwie nie allein. Unvorstellbar. Außerdem wurden wir von Schulist Joe und Hot Ben eingeladen, die nächsten zwei Tage entspannt mit ihnen auf dem Campingplatz in Braubach zu verbringen. Also kleines Tagesgepäck und abends mit dem Zug wieder zurück und sich verwöhnen lassen. Wer würde dazu Nein sagen? Marxburg, die einzige nie zerstörte Höhenburg am Mittelrhein. Hier zwischen Koblenz und Bingen gibt es durchschnittlich alle 2,5 Kilometer eine Burg. Über 40 von ihnen sind noch mehr oder weniger erhalten geblieben.
Nicht umsonst hat die UNESCO dieses Gebiet zum Weltkulturerbe ernannt. Wenn ein Kölsche und ein Düsseldorfer Jung zusammenkommen, geht es direkt über Fußball, Bier, Brauchtum und das ganze Gedöns. Aber man versteht sich irgendwie trotzdem. Über den rheinischen Menschenschlag sagte mal ein Kabarettist: Der Rheinländer weiß nichts, kann aber alles erklären. Und genauso unterhaltsam verlief auch der Abend. Es wurde viel schwadroniert und gelacht und das ein oder andere Anekdötchen verzählt. Läwe und läwe Leute eben. Ja, meine lieben Freunde, da waren wir doch gestern schon. Ja, das sind die Momente, wo man im strömenden Regen nochmal am frühen Morgen mit einem Freund den Berg hochwetzt, weil man ist auch nur ein Mensch, einer der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände hier gestern vergessen hat. Und der Schirm liegt tatsächlich noch genau an der Stelle, wo ich ihn abgelegt habe. Ja, also, haha. So, und jetzt gehen wir bekloppt wieder runter, ne? Ja, Frühstück. Wie ist deine Regenjacke? Perfekt. Super. Outdoor Research, glaube ich. Von innen und von außen. Das ja. War ein Anstieg. Meine Berghaus, stabil. Ja, naja, gehen wir wieder runter. Die nächsten zwei Tage durch das schöne Mittelrheintal vergingen wie im Fluge. Neben meiner eh schon sehr großen Entourage gesellte sich noch Kai vom YouTube-Kanal Riesling Hiker. Auch Hiking Machine würde mich noch für einen Tag besuchen kommen. Doch zuerst galt es noch einen für mich sehr wichtigen Ort zu besuchen. Das Königreich Schattenbank. Ja, Levelöd, guckt euch mal die Parade an, ja? Wir sind mittlerweile eine richtige Gang, ja? Der Riesling-Hiker ist mit dazugestoßen heute Morgen. Hallo. Und hier schon erste Trailroads-Fanboys hier. Hier wird die ganze Familie eingekleidet, Wahnsinn. Ja, und wo sind wir? Natürlich im Königreich Schattenbank. Unfassbar, dass das Bild immer noch hängt. Und fühlt sich gut an hier, ne? In meinem Königreich, oder? Ja, absolut. Was haltet ihr davon, wenn ich hier einen Bierdosenspender noch installiere und einen Flaschenöffner? Ein Kühlschrank wäre der Hit. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Pinguine. Schaut euch mal die Rückenansicht an und ratet mal, wer das ist, wer sich hier den Berg hochschnauft. Hiking Machine,
ist wer einen Tag dazugestoßen. Die anderen sind schon oben, die sind einfach topfit. Und um mal ein bisschen Aufklärung zu betreiben, was wir die Tage so getrieben haben, die Trailroad-Familie samt Kinder, die haben hier einen Urlaub gemacht auf dem Campingplatz in Braubach. Und wir haben uns da einfach eingezeckt, beziehungsweise wurden eingeladen. Und dann kam halt noch der Frank von Waldpassage dazu, der Riesling-Hiker. Und so können wir jetzt immer Etappen gehen, können abends schön zurückfahren, also können ein bisschen Slackpacking machen mit kleinem Gepäck. Und deswegen sind wir so eine große Crew. Aber ab morgen bin ich dann mit dem Fernwanderer, mit dem Markus, wieder alleine unterwegs. Der Patrick kommt wohl noch mal eine Woche dazu. Aber heute sind wir noch mal eine große Gang. Ich sehe nur Freude in deinem Gesicht, Hasi. Regel Nummer 7. Hike your own hike. Gehe deinen eigenen Weg. Dieser kann alleine sein oder eben auch in Gesellschaft. Hike your own hike ist vielleicht sogar die wichtigste Regel. Nur du entscheidest, welchen Weg du gehst, wann du gehst, mit wem du gehst, wie schnell du gehst, wie viel Gepäck du mitnimmst, wie viele Ruhetage notwendig sind und ob du den Weg zu Ende gehst oder eben nicht. Hike your own hike. Ladies and Gentlemen, dieses Konstrukt hier ist tatsächlich das, was wir damals den Bitchberg genannt hatten. Ja, der zieht sich so ein bisschen. Heute kann man da fast drüber lachen. Aber damals hier bei 35 Grad hat uns das ganz schön zugesetzt. Siehst du mich lachen? Nein. Ja, den wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, den Original Bitchberg. Guten Morgen, Leute. Wir sind wieder zurück auf dem Rheinsteig. Ja, nach drei fantastischen Tagen bei Trailroads und Waldpassage. Euch allen nochmal einen herzlichen Dank. Das war einfach super. Es ist kurz nach 10. Wir haben gemütlich gefrühstückt heute Morgen. Aber jetzt ist die Sonne schon draußen und ich kann euch sagen, mir läuft die Brühe. Ich bin jetzt schon klatschnass. Nach einer halben Stunde Weg etwa. Oh. Und dieser Tag, das wird wahrscheinlich der Wahnsinn werden. Wir erwarten heute Temperaturen von weit über 30 Grad und es kommen noch ein paar heftige Anstiege. Kurz nach dem absoluten Pflichtstopp bei Uschis Wanderstation musste ich plötzlich schmunzeln. Wie sehe ich eigentlich aus? Ein abgerissener Typ, leicht müffelnd, mit ausgelatschten Schuhen, Totenkopfgamaschen drüber, ein komischer Hut, an dem eine Mäusebussardfeder hängt. Ich hätte es in Deutschland nicht für möglich gehalten. Aber aus mir ist Hiker-Trash geworden. Früher sagte man wohl Landstreicher dazu. Tatsächlich ist der bürgerliche Name nicht das Einzige, was man auf so einem langen Trail hinter sich lässt. Moon, I'm there soon. I'm leaving quite early tomorrow morning. Undercover, baby, is what you ask of me.
soon I'll be disguised. Shooting star, I'm without a safety net. Give me a ride, I'm going far beyond where the sun sets. Dear, I'm no longer scared. The glow brings me comfort, I'm filled with light. Tiptoe, dance with me through the shadow plane. Moon, I'm on my way. Shooting star, I'm without a safety net. Wir erreichten nun bei herrlichstem Wetter einen der wohl bekanntesten Orte auf dem gesamten NST, die Lorelei. Weil an dieser Stelle der Rhein so eng und so tief ist, zählt sie noch heute zu den gefährlichsten im ganzen Mittelrheintal. Einer der berühmtesten Söhne meiner geliebten Heimatstadt, Heinrich Heine, machte die Lorelei in seinem wohl bekanntesten Gedicht unsterblich. Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Shooting star, I'm without a safety net. Now give me a ride, I'm going far beyond where the sun sets. Eine Fledermaus war es, die uns in dieser herrlichen Schutzhütte hinter der Lorelei ein wenig um den Schlaf brachte. Gleich würden wir die beiden schönsten Orte auf dem Rheinsteig erreichen, den Spitznack und die Felsenkanzel. Während Busladungen von Tagestouristen täglich an der Lorelei abgeladen werden, schlummern diese schönen Orte nur wenige Meter entfernt, unberührt vor sich hin. Welch ein Geschenk an jeden Wanderer. Someone running round in your head tonight, circling your heart like a satellite. I know. There's ghosts in the road in my home, that's right, where creaks in the floors and the water pipes run cold. You might have your company, but I've got these lines in memory to hold and keep close, 'cause you're in blue on a cloudy day. Ja, meine Lieben, es fängt tatsächlich so ein klein bisschen an zu fizzeln, war überhaupt nicht vorhergesagt. Aber ich denke mal, das ist gleich wieder vorbei. Wir stehen hier an der legendären Felsenkanzel, ein Ort, den nicht jeder entdeckt, weil der Aussichtspunkt
wird angeschlagen und dann kommt erstmal so eine ömmlige Bank. Und viele denken, das wäre schon der Aussichtspunkt. Tatsächlich geht ein ganz kleiner Pfad noch weiter runter zu diesem wunderschönen Ort. Dust falling down from the ceiling fan, tracks of a past life, steps and plans I'd follow. And the world just turns like a record spins. I close my eyes, smell the rain rolling, cracked windows. You might have your sympathy, but I've got this time, I find. Meine Trail-Family ist wieder angewachsen. Shoeless Joe ist wieder zurückgekehrt. Ich weiß gar nicht, warum. Hat deine Frau dich rausgeschmissen? Ich glaube, ja. Nein, Blödsinn. Aber ich habe mir noch mal eine Woche freigenommen. Ich wollte einfach noch ein bisschen am Reifsteig mitlaufen. Ich kann das voll verstehen. Meine lieben Freunde, es gibt wohl kein einziges Restaurant oder Hotel hier im Rheinland, wo nicht ein Bild von dieser berühmten Burg hängt. Das ist die Burg Pfalz-Grafenstein, die so ein bisschen aussieht wie ein Schiff. Also wirklich weltberühmte Aussicht. Und das bedeutet aber auch wiederum, dass wir jetzt langsam auf Kaup zugehen. Und dort lassen wir es uns gut gehen, Männers, oder? Ja, Kuchen! Kuchen! Vielleicht ein alkoholfreies Zitronenweizen, da hätte ich jetzt Bock drauf. Wir machen einen kleinen Resupply und dann erwarten wir tatsächlich noch jemanden. Die Gang wird immer größer. Also lasst euch überraschen. New day breaks, a flash of light, dries up the rain before the embers go. So, meine lieben Freunde, wir kämpfen uns wieder auf dem Rheinsteig bei herrlichstem Wetter, obwohl das heute Morgen gar nicht so gut aussah. Und wir haben natürlich nochmal Besuch bekommen. Die Gang ist wieder größer geworden. Oder soll ich sagen, meine Trail Family? Den jungen Mann kennt er ja schon, den Ronny. Der ist nochmal mit seiner Familie ein paar Tage dazugestoßen. Ja. Die bleiben so lange, wie sie Bock haben. Oder so lange, wie wir Bock haben, sagen wir viel mehr. Ne? die sind aber schon vorgelaufen. Das heißt, die Gang ist jetzt wieder hier. Ne? Wir sind unter uns. Ne? Können wir ein bisschen locker. Ich wollte es nicht sagen. Ja, auf jeden Fall, wir haben eine Menge Spaß bei bestem Wetter und gehen jetzt auf Lorch zu. Lorchhausen. Auf die Grenze von Hessen. Richtig, und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Also, Männers, auf geht's. Thank you.
Guten Morgen. Wie ihr seht, Trail-Frühstück, eine geschmolzene Tafel Schokolade. Mmh, exzellent. Auch eine gute Idee, es in der Hosentasche aufzubewahren. So lebt der Hiker. Ja, wie ihr vielleicht gestern schon bemerkt habt, ist der Ronny wieder dazu gestoßen, hat seine komplette Familie mitgebracht. Wir versuchen heute auf jeden Fall nach Rüdesheim zu kommen und heute Abend schön im Rosenberger das gigantische Schnitzel mit Whisky-Specksoße, das wird ein Hit. Und ich denke mal, wir quartieren uns heute irgendwo auf dem Campingplatz in Rüdesheim ein. Ja. Die Nacht in der Jugendherberge war wirklich feudal, genauso wie das Frühstück. Erste Mal seit meiner Jugend, dass ich in einer Jugendherberge gepennt habe. Ich muss sagen, aus den Dingern sind richtige Hotels geworden. Hat sich einiges getan, also die haben wirklich gut was dran getan. Solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Kann man nur empfehlen. Günstige Übernachtung, gutes Frühstück, läuft. Naja, wir hören jetzt mal auf zu quatschen. Aber wir haben uns gefragt, wer ist der Unterhosenmann? Der Unterhosenmann? Wir haben gestern ein sehr verstörendes Video noch gesehen. Falls jemand Informationen über den Unterhosenmann hat, bitte melden. Ja, wichtig. Bist du der Unterhosenmann? Ich überlege gerade. Ich könnte einer werden. Freiheit für die Unterhose. Ja, meine Freunde, der Markus, der Fernwanderer, hat tatsächlich Spuren vom Unterhosenmann gefunden. Ich werde das mal genauer filmen. Das müssten wir jetzt eigentlich weitergeben, weil es gibt jemand in der YouTube-Welt, der sucht ganz dringend Informationen über den Unterhosenmann. Er war hier. Er war hier. Jetzt ist aber mal Pause hier. Ladies and Gentlemen, Weltstadt Lorch. Da unten an der Tafel, an dem Pfahl. Hast du den Unterhosenmann gesehen? Fast, ja. Ja. So ähnlich. Was war da an dem Pfahl? Nimmst du das gerade auf? Ja. Ich erzähle jetzt hier nicht von einem Schnitzel. Okay, gehen wir weiter. Ich hätte Lust auf den Klöbner Krötenpfuhl. Oh, oder die Oberpfälzer Vogelspinne. Mm, sehr pelzig im Geschmack. Kilometer. Die Zeit bleibt stehen. Man scheint zu schweben. Im Hier und Jetzt. Wer es bis zu diesem Ort am Ende des Rheinsteigs schafft, wird mit aller Voraussicht den Trail auch beenden können. Noch vor einigen Monaten hätte ich nicht geglaubt, jemals so eine Strecke zu Fuß laufen zu können. Uns halten nur die Grenzen, die wir uns selber setzen. Thank you.
Hier in Rüdesheim endete der Rollercoaster. Nun ging es in den Sohnwald und Hunsrück. Der kommende Abschnitt würde mir mental einiges abverlangen. Die Gewissheit, bald wieder alleine unterwegs zu sein und dazu dieses seltsame Gefühl, jetzt einige hundert Kilometer in die falsche Richtung zu laufen. Aber auf der anderen Seite, wäre unser Leben nicht trist und langweilig, würden wir immer nur den geraden, einfachen Weg wählen? Doch all das war im Augenblick uninteressant. An diesem Abend feierte ich mit meinen Freunden das Hier und Jetzt und 2000 gelaufene Kilometer auf dem längsten Fernwanderweg Deutschlands, dem Nord-Süd-Trail.